Champions League. Die Achtelfinalauslosung jetzt live bei bild.de. Das werden Fußballfeste. Die Champions League Achtelfinalpaarungen stehen fest. Die Bayern treffen auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, 51, Borussia Dortmund auf Tottenham. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon. Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidzic, 41, das ist ein Brocken. Liverpool ist die Mannschaft der Stunde. Da muss man zwei gute Tage haben. Bayern gegen Klopp. Im Hinspiel treten die Bayern am 19. Februar zunächst auswärts in England an. Die entscheidende zweite Partie findet am 13. März in der Münchner Allianz Arena statt. Schalke muss gegen Manchester City und Trainer Pep Guardiola, 47, antreten. Auch dort im Team, der Nationalspieler und Ex-Schalker Leroy Sané, 22. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, 59, über das Tottenham-Los, die Mannschaft ist dort besetzt, gar keine Frage. Aber wir sind auch stark. Twitter als Info und Datenschutz. Die Spiele des BVB finden am 13. Februar in London und am 5. März statt. Schalke empfängt Man City am 20. Februar zum Hinspiel und muss am 12. März in England antreten. Punkt. Die weiteren Begegnungen: Atletico, Juventus Turin, Manchester United, Paris ST, Germain Lyon, FC Barcelona, AS Rom, FC Porto, Ajax Amsterdam, Real Madrid. Die Auslosung hier nochmal zum Nachlesen, Live-Ticker 12.18 Uhr. Damit ist klar, Bayern gegen Liverpool, Kovac gegen Klopp. Liverpool ist Spitzenreiter in der Premier League und dort noch ohne Niederlage. Sehr gute Defensive, nur 7 Gegentreffer in 17 Spielen in der Liga. Probleme in der Champions League Gruppenphase. Erst am letzten Spieltag dank eines 1:0 gegen Neapel fürs Achtelfinale qualifiziert. Insgesamt dort dreimal verloren: in Paris 1:2, peinlich pleite in Belgrad 0:2 und in Neapel 0:1. 12:18 Uhr Ajax gegen Real. 12:17 Uhr AS Rom bekommt das Duell mit dem FC Porto. 12:16 Uhr Lyon muss gegen Barcelona ran. 12:15 Uhr Tottenham spielt gegen Dortmund. Tottenham ist aktuell Dritter in England hinter Liverpool und Man City. Gute Offensive mit Heung-min Son, 26, Dele Alli, 22, Christian Eriksen, 26, und Mittelstürmer Harry Kane, 25. in der Gruppenphase knapp vor Inter Mailand durchgesetzt. 1:1 bei Barca am letzten Spieltag, zu Hause 2:4 Klatsche gegen das Messi-Team. Negatives Torverhältnis, 9:10 Uhr. Trainer, Mauricio Pochettino, 46. 12:15 Uhr Manchester United gegen PSG. Was für ein Match. Tuchel gegen Mourinho. 12:14 Uhr Atletico Madrid gegen Juventus. 12:11 Uhr Schalke muss gegen Manchester City ran. Und gleich das erste Los betrifft eine deutsche Mannschaft. Es geht gegen Pep Guardiola, Ex-Schalker Leroy Sané und Man City. Wie stark Man City, erster mit 13 Punkten und nur einer Niederlage, ist, bekam 1899 Hoffenheim in der Gruppe zu spüren. Sonst gab es noch Lyon und Donetsk. Richtig gefordert wird die Mannschaft von Pep Guardiola wohl ab jetzt im Achtelfinale. 12:10 Uhr Termin für das Achtelfinale. Sogleich geht's dann auch wirklich los. Doch bevor die Kugel rollen, hier nochmal der Termin für das Achtelfinale. 12.2. bis 13. März 2019. 12:01 Uhr Videoschiri im Einsatz. Ab dem Achtelfinale wird es übrigens den Videoschiri jetzt auch in der Champions League geben. 12:01 Uhr Wer gegen wen. Jetzt werden in Lyon nochmal die Mannschaften vorgestellt, dazu alle Regeln erklärt. 12 Uhr endlich geht's los. 11:52 Uhr Kovac. Das ist alles top. Nebo Bayern Coach Niko Kovac erwartet das Los mit Spannung. Ob Liverpool, Atletico, Manchester United oder Tottenham Hotspur, das ist alles top Niveau. Nicht nur europaweit, sondern weltweit. Wir werden uns strecken müssen. 11:50 Uhr Klopp ist gewohnt gelassen. Mir ist wurscht, wen wir ziehen.
11.49 Uhr Bayern kann's wie den BVB treffen und zwar mit folgenden Gegnern: Ajax Amsterdam, FC Liverpool, Olympique Lyon, Manchester United, AS Rom, Tottenham Hotspur. 11.49 Uhr mögliche Schalke-Gegner: FC Barcelona, Juventus Turin, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid. 11.49 Uhr mögliche Gegner für den BVB: Ajax Amsterdam, FC Liverpool, Olympique Lyon, Manchester United, AS Rom, Tottenham Hotspur. 11.23 Uhr Wunschgegner: Bayern-Star Robert Lewandowski hält es so: In dieser Phase gibt es keine schwachen Mannschaften. 11.01 Uhr vor Ben Klopp die Auslosung: Auch der FC Liverpool ist im Lostopf. Die Reds sind mögliche Gegner der Bayern und des BVB. 10.48 Uhr Bild hat schon mal ausgelost: Wenn es so ausgeht wie bei der Bild-Auslosung, dürfen sich die Fans auf Doll-Duelle freuen.